Hallöchen zurück. Wir sind immer noch in der gleichen Aufnahme. Wir wollen den beiden hier den beiden Flüchtlingen hier den Weg freischießen, und zwar in Mass Effect 2. Und meine Cam ist so ein bisschen auf Akku low. Das heißt, irgendwann in dieser Aufnahme wird wahrscheinlich Akku abkacken. Ich entschuldige mich schon mal jetzt dafür, aber ich will jetzt hier unbedingt weiterspielen, weil ich nämlich diesen Professor haben will. So. Das heißt, das haben wir ja gemacht. So, okay, weiter. Danke. Schwuppdi, schwuppdi, schwuppdi. So. Los Explosivos. Ach, hier müssen wir ja runter, ne? War doch so. Jupp. Okay. Okay, okay, okay. Macht sie fertig! What? Wir wurden entdeckt! Jetzt kommt's! Blatt-Tech-Schütze. Das Hundeviech, der macht nur nervös. Das hat wehgetan. So muss es sein. Ja! Die haben ja richtig Spaß, die Mädels. Die gehen richtig ab. Also ein bisschen tricky, ja. Ja, meine Schilde sind unten. Ich weiß. Los geht's! Wir machen mal Folgendes hier. Wir gucken, ob es funktioniert mit meiner Shockwave. Ach nee, Sturmangriff nicht. Shockwave. Coole Nummer. Alles ein bisschen gay hier gerade. Das ist alles suboptimal. Das ist alles ein bisschen. Das dürfte ihre Systeme stören. Hektisch. Da kommen die immer wieder? Wir sind wohl ins Watcher-Gebiet eingedrungen. Wenn die Watcher die Blue Suns nicht erledigen, dann übernehme ich das. Die Schweine haben mir mal Ärger gemacht. Das ist ja toll. Es ist immer gut zu wissen, eine tätowierte Braut auf seiner Seite zu haben. Warten Sie schon wieder alle voll hier? Ist ja nicht zu fassen. Das ging ja flott. Nachladen.
Gut, haben wir aufgenommen. So, das war jetzt ein bisschen heavy und ich sehe gerade, die Cam hat sich gerade verabschiedet. Okay, Glück für euch, müsst ihr meine hässliche Visage nicht mehr ertragen, aber wir spielen hier noch ein bisschen weiter. Ich weiß es aber gar nicht. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. So. So, das nehmen wir mal mit. Ne, das können wir nicht mitnehmen. So. Oh, ist die falsche Richtung. Okay. Wir gehen trotzdem mal hier lang. Vielleicht verbirgt sich ja hier noch das ein oder andere Schätzchen. Ah, das war ja eben heftig, ey. Meine Güte. Na, vielleicht sind wir ja doch richtig. Klinik. Na ja, bitte. Klinik. Jo, Klinikwache. Keine Dummheiten, sobald sie in der Klinik sind. Außer sie wollen sich mit den Mechs anlegen. Ja, Chef. Sauber und aufgeräumt. Hier sieht's aus. Morgen Tag. Muss hier irgendwo sein. Reden Sie mit ihm. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Okay. Ah, coole Nummer. Was ist das? Nichts. Was ist mit ihm? Turianischer Patient. Morgen na, was hat los? Mir das Leben gerettet. Ich schulde ihm alles. Na, ist ja ein Traum. Professor, uns geht das Hypoxidin aus. Nehmen Sie Malanarin. Davon ist genug da und es ist fast genauso gut. Kann bei Batarianern zu Kämpfen führen. Daher zusammen mit Butemerol verabreichen. Malanarin und Butemerol, verstanden. Xenozin ist der Katalysator, verbindet sich mit Markierungsgenen. Schwer zu kriegen, teuer in der Massenherstellung. Warum nicht Heplacor? Zu... Professor Morden Solus? Kein Einheimischer. Zu gut bewaffnet für Flüchtlinge. Keine Söldneruniform. Quarantäne besteht immer noch. Aus anderem Grund hier. Vorcher? Beseitigung? Unwahrscheinlich. Vorcher nur Symptom, nicht Ursache. Die Seuche? Untersuchung möglicher Biowaffe? Nein. Zu viele Waffen. Zu wenig Gerätschaften zur Datensammlung. Soldaten? Keine Wissenschaftler. Gedungene Mörder vielleicht? Auf der Suche nach jemandem? Ja. Aber nach wem? Muss wichtig sein. Wertvoll. Kennt Geheimnisse. Jemand wie ich. Mich. Sie suchen mich. Warum? Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Alter, ist ja ein Freak, ey. Aber geil. Eine schöne Aneinanderreihung Kausalitäten. Naja. Machen Sie auch mal Pause, um Luft zu holen? Tut mir leid. Ich versuche langsamer zu reden. Nein, geht nicht. Keine Zeit. Wer sind Sie? Ich bin Commander Shepard. Ich habe eine äußerst wichtige Mission und dabei müssen Sie mich begleiten. Mission? Was für eine Mission? Nein, zu beschäftigt. Klinik unterbesetzt. Seuche breitet sich zu schnell aus. Wer schickt sie? Eine geheime und privat finanzierte Gruppierung der Menschen. Ihr wegen Seuche? Befällt Menschen nicht. Interesse hat mit Menschen zu tun. Nur wenige Menschengruppen kennen mich. Ausrüstung stammt vermutlich vom Militär, kein Allianzstandard. Spectres sind nicht menschlich. Korkenland ist zu instabil. Es gibt nur eine Option. Cerberus schickt sie. Unerwartet. Der Typ ist gut. Sie sind sehr gut informiert. Woher kennt ein salarianischer Wissenschaftler Cerberus? Wege haben sie schon gekreuzt. Dachte, sie arbeiten nur mit Menschen zusammen. Wozu Anforderungen von Hilfe durch Salarianer? Meine Mission ist das Ausschalten der Kollektoren und ich brauche Ihre Hilfe. Kollektoren? Interessant. Seuche in den Slums wurde künstlich hergestellt. Kollektoren, eine der wenigen Gruppen mit dazu nötiger Technologie, haben vielleicht ähnliche Ziele. Aber muss erst Seuche aufhalten. Habe bereits Heilmittel, muss es verteilen über Umweltkontrollzentrum. Wird von Vorcher bewacht. Müssen ausgeschaltet werden. Alles klar. Ich übernehme das und kümmere mich um die Vorcher. Das klang beunruhigend. Die Vorcher haben die Umweltsysteme abgeschaltet. Sie wollen alle töten. Wieder einschalten, unbedingt notwendig. Sonst erstickt der ganze Bezirk. Hier, nehmen Sie Heilmittel für Seuche. Dazu als Vertrauensbonus Waffe von toten Söldnern der Blue Suns. Könnte sich gegen Vorcher als praktisch erweisen. Eines noch,
Daniel, einer meiner Assistenten. Er ging ins Revier der Vorcher, um nach Opfern zu suchen. Ist nicht zurückgekommen. Mhm. Halt nach ihm offen. Wenn ich ihn sehe, tue ich mein Möglichstes, um ihm zu helfen. Danke. Sagte ihm, er soll nicht gehen. Aber er ist klug. Hat eine große Zukunft. Ich habe in der Nähe des Eingangs zu diesem Bezirk ein batarianisches Seuchenopfer gefunden. Können Sie ihm Hilfe schicken? Riskant. Lusans und Vorcher kämpfen noch. Bezirk nicht sicher. Mal sehen, was ich tun kann. Alles klar. Ich muss dann weg. Auf zur Umweltanlage. Handkanone M6 Carnifex erhalten. Die folgenden Gruppenmitglieder können diese Waffe jetzt nutzen. Sheppy, Jack, Jacob, Miranda. Annehmen. Das ist ja ein Traum. Ja, gucken wir da gleich mal, ob wir die da austauschen können. Jawohl, das machen wir heute noch. Oh, warte mal, da hinten war was. Was ist das hier? Iridium, Element Zero. Noch irgendwas Schönes? Energiezellen. 2000 Iridium. Schwere Muni. Handkanone des Carnifex. Meine Gott, das ist ja wie Weihnachten hier. Das ist ja, was ist hier noch? Medikit. Jawohl. 100 Credits. Na gut, nehme ich auch. Was ist hier drüben? Fehlt mir bestimmt auch noch eine Menge. Platin. Medikit. Nö. Palladium. Nö. Kann ich, warte mal. Herunterladen. Ist das damit hier? Lässt sich was anfangen. Geile Scheiße. So, Medigel-Kapazität. Wir haben eine neue Waffe und da vorne war ein Waffenspind. Was ein Zufall, dass der da ist. So, Shepard. Ich weiß gar nicht, was die auswählen. Überaus präzise und tödliche Schusswaffe. Effektiv gegen Panzerung, aber schwach gegen Schilde. Auswählen. Schwere Pistole. Ach, das ist hier meine Lieblingspistole, ne? Na komm, ich check mal hier die Carnifex aus. Annehmen. Habe ich die jetzt? Ich hoffe. So, ich nehme an, wir müssen hier lang, ne? Okay. Gut. Das heißt also, wir müssen hier in diesen, in den Umweltkomplex, um da mal ein Metal in die Atmosphäre zu sprühen. Was ist los, Freaky? Aber das, meine lieben Freunde, Römerlandsleute, werden wir morgen sehen, wenn es wieder heißt 16 Uhr Stinkerzeit und dann wieder mit Cam. Bis dahin, haut rein, tschüssen!